das pocht. Square Enix. Was machst du? Ich gehe ans Steuer! Eidos Montreal präsentiert. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Wieso ist denn die Audio verschoben? Alter, was ist das denn? Oh shit. Nein. Jonah, hörst du mich? Zwei Tage später. Verdammt. Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Weiter. Oh, wie sind wir denn hier schon wieder reingekommen? Nach so einem Flugzeugabsturz. Na okay, zwei Tage später. Da ist ein bisschen mehr passiert. Erstmal hier hoch. Nein, die Elevator. Komm weiter, los. Da sind wir nun. Trinity Marker, ein Emblem, das Trinity gehört. Einfache Bewegung. WSAD, Leertaste, Tab. Mehr Infos im Überlebensgrundlage. Hier. Die Karte. Kostumelhöhlen. Levercroft ist hier. Aktuelles Einsatzziel. Alles klar. Und das ist die Insel, auf der wir nun
gelandet sind. Unfreiwillig, nehme ich mal an. Und das ist nochmal ein größerer Ausschnitt von der Insel. Oder was ist das hier für eine Karte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werden wir bestimmt nachher herausfinden. Ich hoffe, wir können da mal hin. Nee, Spaß. Alles klar. Gut. Goldstücke 2000. Gut, alles klar. Ja, kein Problem. So, einfach ein schwaches Licht. Aus der Höhle entkommen. Und direkt wieder irgendwelche Eingeborenen oder Religionsfanatiker haben hier ihre Praktiken durchzogen. Ich muss übrigens wieder, wenn ich jetzt im Spiel bin, die Kamera machen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich die Kamera da in der Position lassen werde, an der oberen rechten, Mitte rechts. Vielleicht verändere Jonah, ich das nochmal ein bisschen. Bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ja, und Trinity ist ja auch eine Religion, eine Organisation oder was auch immer, was wir schon im letzten Teil verfolgt hatten. Das fällt mir gerade so ein bisschen ein. Verwenden Sie die SAD, um sich an Überhängen zu bewegen. Okay, das mache ich ja schon. Oh, wo sind die hier schon wieder? Wo sind die hier schon wieder gelandet? Verdammt. Drücken Sie W und drücken Sie dann Leertaste, um zur nächsten Kante zu springen. Welche Kante da oben? Tab, mehr Infos. Okay. Bouldern, eine Sportart, die auch mich begeistert. Allerdings momentan nicht möglich nach mit der Krise. So, und es sieht wieder wunderschön aus, muss ich hier sagen, ne? Wieder sehr schön hier, die ganze Kulisse. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Und das ist wieder so krass. Wer hat das wieder gebaut, ne? Ganz ehrlich. So ein riesiges, man könnte schon fast sagen, Tor. Weiß nicht, was das für Seile sind, was die da bedeuten sollen. Und da das Artefakt. Der Lichtschein fällt direkt darauf. Und ich kann jetzt schon sagen, wenn wir das nehmen, stürzt die ganze Höhle ein. Wahnsinn. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Oh shit. Lara. Wir müssen schnell hier weg.
Lara! Nein, das brauche ich nicht. Komm schon, komm jetzt! Los, los! Lauf! Schnell! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Cozumel, Mexiko. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Und auf geht's. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ne, nicht wahr? Da unten liegt was auf dem Boden, aber das kann ich nicht genau erkennen. Auf jeden Fall irgendwas mit 2 Euro, 2 Dublonen und 49. So. Ein schönes kleines Städtchen auf der Insel, die ich, dessen Name Sie ich... Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Einheimische befragen. So. Und die Kinder spielen fröhlich. Suchen wir weiter. Heute ist wohl Karneval hier, ne? Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Okay, irgendwas Auffälliges hier. Hinweise gibt es ja wahrscheinlich nicht.
geht's übrigens deinem Bein? Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Oliver, Oliver. Der Junge hat wahrscheinlich was Interessantes. Hallo, mein Kleiner. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Nee, warum machst du das denn nicht selber? Komm. Ich mag keine Menschenmengen. Sind dir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ich muss ganz ehrlich sagen. Da hinten sieht's interessant aus. Was du hast das? Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Guck mal, das ist doch schön, ne? So kleine Skelette. Zum Spielen, so eine Handpuppen oder sowas. Jonah, wo ist deine Maske? Sind das Kanonenschüsse? Vor allem diesen Jahrhundert Kanonenschüsse. Oh. Ressourcenkiste. Sehr schön. 15 EP. Dankeschön. So, was wird denn hier gekocht? Kann ich was haben? Wir haben 2000 Dublonen. Da kann ich mir doch bestimmt was zum Essen holen. Ich meine, wir haben da bestimmt Hunger. Oh, hier ist ein Papagei. Oh, guck mal. Hallo. Na? Gut, 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 gut. Okay. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Soll ich denn hier rangehen? Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Okay. Jetzt sind wir im geschlossenen Jonah, Kreise. Ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Rip, rip, rip. Okay. Verdacht geschöpft, aber warum? Haben sie uns gesehen? Wir mischen uns unter die Einheimischen. Valeria. Peritz. Wahrscheinlich, wenn es ein R ist, keine Ahnung. A. Lopez. 1586 bis Fragezeichen. Gulamo. Du, Gulamo Dol Quarto. Jahre 1000, 1001 oder so. Maria Dulay Martinez. Maria Dulay Martinez. Sind das echte Personen hier? Luis Riancio. Nee, Riancho. 1967 bis 1994. Das sind bestimmt echte Personen, keine Ahnung. Son como las premoniciones que solía tener. Oh, Dios se apiade. Ojalá estés equivocada. Ja. Komm, wir gehen mal hier weiter. Verzeihung. Tut mir leid, ich muss ganz gut durch. Dankeschön. Ein Friedhof. Aber ziemlich viel Auflauf hier momentan. Das ist aber... Also das kenne ich auf unseren Friedhöfen nicht so, dass die so gut besucht sind. Aber gut, andere Kultur, andere Verhaltens... andere... Haben Sie den Hohen Rat
andere Kultur, andere... Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Was wollt ihr tun? Ich hab euch im Visier. Werbeplakat? Aha. Okay, sind hier irgendwo Wachen? Mir wird, wie gesagt, nichts angezeigt, so von Silhouettenmäßig und so. Ich muss alles selbst mit meinen Adleraugen finden. Ich schaue mich mal noch ein bisschen weiter um. Vielleicht, also ich möchte auch so ein bisschen das Spiel sehr, sehr komplettmäßig durchspielen. Ne? Ich möchte ihn einfach nur durchrunnen und gut ist. Ich möchte schon so viel mitnehmen wie möglich. Also am Ende halt sowieso. Ich mache das sowieso auf komplett auf 100% am Ende. Hoffe ich doch. Daher, ich werde mich ein bisschen umschauen.